Und dann sind wir bereit. Spiel Nummer 8 für die Löwen. Patrick Altmann steht bereit am Bulli. Es ist das Derby Oberbayern gegen Niederbayern. Tölzer Löwen gegen EV Landshut. Busch gewinnt das Bulli und O'Brien. Ja, der EV Landshut, der ist hier gut drin. Kronthaler. Und der ist drin. Tor für den EV. Also wie da gejubelt wird, war der noch abgefälscht. Schuss kam auf jeden Fall von der blauen Linie von Stefan Kronthaler. Und dann auf jeden Fall viel Verkehr vom Tor. Dann sah es so aus, wenn man den Jubel richtig deutet, dass im High Slot Marcus Power den noch abgefälscht hat. Mal schauen, was die Schiedsrichter sagen. Ja, gut gearbeitet da, Luba die Belka. Dadurch die Löwen. Scheibenbesitz. Und mit Tempo. Die Belka mit Platz. Und Schlager. Die Belka. Tor für die Burm. Klasse gespielt. Luba die Belka und Philipp Schlager. Ja, mit dem Doppelpass. Herzlich willkommen zurück, Luba. Erstes Spiel nach der Corona-bedingten Pause. Und dann direkt eben der Treffer hier. Erst der schöne Pass auf Schlager und dann zurück im zweiten Versuch. Trifft der Halbtscheche dann die Scheibe und macht sich auf den Weg, den Clever für Topscorerheim zurückzuerobern. Ah, schön gespielt in der Mitte Busch. Ziehen es eng. Ganz gut. Weihager, klasse Tor. Starker Schuss. Herr Beppi, ich habe es ja nie bezweifelt, aber du hattest absolut recht. Was für ein Schlagschuss von Robin Weihager. Sieht man auch nicht so oft bei 5 gegen 3 einfach mal einen Schlagschuss, aber ich meine, wenn der so passt, dann... Schwer zu halten. Ja. Auf Luba, hä? Vielleicht auch nochmal ein bisschen die Sicht verdeckter von French bzw. Sebastian Busch. French ist schnell. Und French ist an der Scheibe. Pfleger drüben. Oh, er versucht den Querpass. Und Gardiner, der ist drin. Tor für die Burm. Ja, die Reihe hat sich sowas von verdient. Klasse Spiel von den drei Jungs da vorne. 16, glaube ich. Ja. Oh, hey. Hier sehen wir es. French versucht den Querpass rüber auf Pfleger. Und der dann gedankenschnell drüber zu Reed Gardiner. Und damit auch herzlichen Glückwunsch an ihn zum ersten Tor im Löwentrikot. Sollten wir gleich die Scheibe einsammeln. Erstes Tor, zweite Liga. Scheibe einsammeln und ab. Schauen wir mal, Tosto oder Messing. Tosto. Zum Pfleger. Rüber zu French und der ist drin. An Körper. Flanke, Bauchmuskeltor. Ja. Max French. Ja, den macht er dann. Also, wieder Pfleger, bringt die Scheibe da einfach mal quer durchs Drittel hoch und der springt vom Bauchmuskel von Max French ins Tor des EV Landshut. Ist dann extrem schwer für Dimitri Petzold, also überhaupt kein Vorwurf. Sieht ein bisschen unglücklich aus, aber wie soll er das einschätzen, dass der reingeht, um die Spiele zu bringen? Ein Fehlpass an Andreas Schwarz, Tosto und Pfleger mit dem Konter. Drüben Tosto, gut. Tor für die Löwen. Sehr schönes Tor. Luca Tosto. Er macht weiter. 5 Spiele in Folge hat er jetzt getroffen. Luca Tosto, Respekt, Junge. Heute Morgen hat er genau die Situation noch im Premium Skate geübt. Von der Haarfall drüben, oben und das Dach. Hat er auch am Mittwoch schon genauso getroffen. Damals auf Zuspiel von Philipp Schlager. Ja, der haut den halt dann einfach auch, wie du sagst, unter das Dach, unter die Latte. Power muss die Scheibe tief bringen. Gut, von Schlager. Jetzt viel Chance für French. Und Tor. Tor für die Löwen, die Entscheidung für die Löwen. 5:2. Max French. Die Löwen standen einfach gut an der blauen Linie, machen sie ja wie so oft einfach gut zu, das eigene Drittel. Und da muss Landshut die Scheibe tief bringen. Schlager chippt die raus.
Und dann, ja, eine der leichteren Übungen für Max French. Trifft damit zum 9. Mal im 8. Spiel. So, und die letzten Sekunden laufen runter. Die Scheibe geht aufs Tor, also auch kein Icing. Und die Tölzer Löwen gewinnen das Derby gegen den EV Landshut mit 5:2. Bibi Eberhard neben mir bald die Faust Richtung Spielerbank. Insgesamt dann doch eine relativ überzeugende Leistung von den Löwen, auch wenn es nicht das Feuerwerk war von den letzten beiden Heimspielen. Ja, aber können wir zufrieden sein. Schönes Derby.